Die Wissenschaftler haben sich lange Zeit gefragt, ob denn dieses Licht, diese Lichttherapie nicht zu gut ist, weil sehr viele Krankheitsbilder behandelt werden können oder berichtet wird, dass Licht eine Energie sehr positive Wirkungen hat. Es konnte aber gezeigt werden und auch wir haben das zeigen können, dass vor allem dieses Rotlicht die Kraftwerke der Zelle, die sogenannten Mitochondrien, trifft. Jede Zelle braucht Energie und diese Energie wird in kleinen Zellorganen, in Organellen, den Mitochondrien erzeugt. Und in diesen kleinen Kraftwerken sind die Motoren, die da angetrieben werden. Das ist die Atmungskette, die aus bestimmten Enzymen besteht. Und eines dieser Enzyme reagiert sehr, sehr stark auf Rotlicht. Und wenn man Rotlicht auf diese Mitochondrien einwirken lässt, dann kann man tatsächlich mit entsprechenden Messgeräten eine gesteigerte mitochondriale Aktivität messen. Das bedeutet, dass diese Mitochondrien vermehrt anfangen, stärker zu arbeiten, Sauerstoff verbrauchen, Energie bereitstellen und für alle regenerativen Prozesse, Wundheilungsprozesse ist das einmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, eine Bereitstellung von Energie, ein Anschieben der Kraftwerke der Zelle. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, und es ist wichtig zu wissen, dass Lichttherapie über verschiedene Mechanismen wirken kann. Es ist nicht nur einer und darum gibt es auch so eine große Bandbreite, wenn man in der Literatur sieht, was wirkt, aber das ist dem geschuldet, dass es eben verschiedene Arten von Zielen in der Zelle gibt. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den auch wir in unseren Forschungsarbeiten herausgearbeitet haben, ist ein anderes ganz kleines Molekül, das heißt Stickstoffmonoxid. Das ist eigentlich ein Gas, wird aber im Körper als Botenstoff verwendet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Botenstoff, der eine Vielzahl von Funktionen im Körper hat, unter anderem bringt es die Blutgefäße zum Erweitern. Und wenn sich Blutgefäße erweitern, kommt da mehr Blut in das Gebiet. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch werden Nährstoffe und Sauerstoff transportiert. Und was wir gezeigt haben, ist, dass in einem Krankheitsfall oder in einem gestressten Gewebe Stickstoffmonoxid gebildet wird durch ein bestimmtes Enzym. Und dass dieser Stickstoffmonoxid dann gebunden wird im Körper, dass aber durch die Einstrahlung von Lichtenergie dieses Stickstoffmonoxid losgelöst werden kann. Also aus diesem Verbund, von wo es gefangen ist, wird die Lichtenergie verwendet dazu, um dieses Stickstoffmonoxid-Molekül loszulösen. Und dann ist es wieder bioaktiv, dann kann es seine Aktivität entfalten und führt dann messbar, auch dafür gibt es dann wissenschaftliche Methoden, messbar zu einer verbesserten Durchblutung in dem Gewebe. Also das sind zwei Hauptaspekte, wo tatsächlich nachweisbar, und das ist uns in der Forschung sehr, sehr wichtig, nachweisbar Lichtenergie einen Effekt haben kann. Einen dritten, du musst mir sagen, ob ich euch langweile. Nee, passt. Einen dritten Mechanismus gibt es auch noch, das ist die Radikalbildung, Sauerstoffradikale sind heutzutage in aller Munde und alle sprechen davon, Antioxidantien zu nehmen und Sauerstoffradikale zu verhindern. Das ist aber in der neuesten Forschung nur zu einem gewissen Teil wahr, denn Sauerstoffradikale in einem gewissen Maß sind sehr, sehr wichtige Botenstoffe wieder. Aha. Und auch hier kann man messbar zeigen, diese Sauerstoffradikale kann man über eine spektroskopische Methode nachweisen, dass die Applikation von Lichttherapie zu einem kleinen Anstieg von Sauerstoffradikalen führt. Nicht übermäßig und natürlich zeitlich begrenzt, weil die Therapie ist nicht übermäßig lang. Aber in diesem Zeitfenster kommt es zu einem kleinen Kick von Sauerstoffradikalen. Und dieser kleine Kick ist ganz, ganz wichtig für die Weitergabe von Signalen. Und die führen dann in weiterer Folge, wenn man sich das dann
noch weiter überlegt und nachverfolgt, wieder zu einer Verbesserung der Durchblutung, zu einer Neubildung von Blutgefäßen und einfach zu einer dann schlussendlich verbesserten Wundheilung.